Ab da. Thank you. Sniper hier. Gucken wir mal. 1,1 Kilometer, okay. Locker. Also laut Markierung, ja. 1,8 Kilometer kriegst du damit locker hin. Die Schnibber, naja, gut, die M320 schießt auf 3 Kilometer, wenn du das kannst, ja. Ja, es geht ja auch um Bullet Drop. 1,8 Kilometer ist ein easy Hit. Achso, ja, logisch. Sagen Sie mal, gibt es hier kein Licht durch Dunkleren? Nee, leider gibt's kein Licht. Wenn Sie mal die Stromrechnung bezahlt, hätten wir recht. Ist ja Ihre Bude, Sie müssen das zahlen. Ich gebe Ihnen gleich was, was hier unsere Bude ist. Unsere Bude, was soll denn das heißen? Außerdem ist das ja ein gewöhnliches Wohnhaus, weil bloß der anderen architektonischen. Oh, jetzt ist aber dunkel wie ein Bärenarsch. Auf alle Fälle. Du hast ja Night Vision, oder? Ja, ich hab Night Vision, aber nennen Sie nicht. Doch, ich habe Nancy. Ich habe Night Vision, er hat sie mir gegeben. Ja, ich bin jetzt halt der, der kein Night Vision hat. Ja gut, da bleibst du halt unten eher auf die Geißel aufpassen und dann müssen wir halt versuchen, hier einen Überblick zu behalten. Ja. Aber du siehst halt. Ich sehe nicht, dass. Ja, das ist halt geil. Ich sehe halt draußen was, aber ich sehe ja Ja, nicht den in den Scheißgitter. Ruinen oben links, glaube Herr ich, ist ein Wojtek, Pixel. einmal mitkommen, bitte. Okay. Oberste Fenster auf der linken Wojtek ist Seite. schon tot? Kann natürlich auf die Distanz vom Zoom her immer verschwinden, ist ja ganz normal in Arma. Nee, da ist Und er noch. einmal hier bleiben, bitte. Einmal ergeben. Jawohl. Ist jetzt gerade wieder hell Das geworden. ist Shift-V, meine ich. Ja. Ja, aber wenn er schon Steuerung V. positioniert Ne, ist, bei mir dann nicht. werden noch Steuerung V. eher noch mehr Leute sein. Also deswegen, die sind ja Ah, bestimmt bin schon ich alleine aber. gekommen. Jo. Darf ich da oben ins Ah, Fenster? jetzt an der Stelle bereue ich es übrigens, dass ich keine Sniper habe. So, ich schreibe den Bullen jetzt gerade nochmal, wie es nur aussieht Lass hier. mich eben schreiben. Ja, bitte. Jetzt wird es wieder helle, das ist ganz komisch hier. Ich habe geschrieben, Achtung, ich habe geschrieben, Sie nutzen Ihre Kräfte, um Quads zu Ruhe. beschlagnahmen. Sie sollten das besser ernst nehmen. Nur noch 30 Minuten für die Aktion. Ich will aber auch ins Fenster, ja. Ist ja langweilig hier. Ja, bedanken Sie sich dabei Ihren Kollegen, die ja anscheinend nicht aufschlagen wollen. Schlechte Positionierung vom Winkel her, Nancy, sieht er deine Beine. Ah, McManus ist das, Entschuldigung. Ja, da steht immer an dieser blöden Kante hier auf. Jetzt bin ich mir sogar fast ziemlich sicher, dass da oben jemand war, weil jetzt kann ich nämlich durch das Fenster durchgucken. Okay. Mit was? Achso, du spottest den mit deinem Visier, oder? Nee, ich bin Third Person und zoome minimal ran und orte Pixel. Einfach ein Bild die ganze Zeit angucken und gucken, was sich bewegt. Wie zoomst du ran? Rechte Maustaste. Ungefähr 5 Meter mehr kann ich damit gucken. Achso, ja. Zack, jetzt ist es wieder finster. Ja, ganz Da gehörig. oben ist fährt ein Fahrzeug. Was heißt da oben? Definiere. Offroader. Ah, okay, ich sehe es, ich sehe es. Ja. Welche Seite? Strandseite? Unsere Deine Seite? Seite Richtung Westen. Dann Bei Strandseite. 200, bei 240 Grad ungefähr. Strandseite, er ist ja neben Also mir. er kommt jetzt auf der Strandseite runter, denke ich mal, die Straße. Den kann ich ja nicht sehen. Da, wo du markiert hast. Das ist so eine Strandseite. Das, also das ist ja wohl Inselseite, wo ich markiert Ja, habe. Inselseite, genau. Und da kommt er runter Richtung Strand. Wenn er denn runter kommt. Ja, er kommt runter. Rausschauen. Sehen Sie, wenn Sie da. Sehen, wenn Sie da ihn. Da kommt er Ich runter. sehe ihn. Ist das ein Offroader? Ja. Das Das ist sah ein aus wie ein Offroader. Offroader, Das sind ja. zwei Offroader. Da kommt noch einer an. Wieso biegt er ins Geländer ab? Ja, der wird sichern. Das ist die Und der ganze eine Zeit fährt durch, direkt. dieses Dann Rausschauen. werden die da oben an den Mühlen, rechte Durchhalten. Windmühle, da ist irgendwas Helles, Weißes jetzt auch. Alles klar, ich guck. Ich beobachte die Ja, ich sehe es Windmühlen. ja. Bei den drei Weiß Mühlen? alle Wind. Die drei? Ja, und rechts neben der dritten Windmühle, von die wir sehen, steht jetzt auf einmal so ein heller weißer Kasten daneben. Sieht genauso aus wie die Offroader. Okay. Aber das Problem ist, die werden uns bloß von einer Seite angreifen. Ist doch Quatsch. Naja, das ist die einzige Seite, wo sie Höhenvorteil haben. Von rechts kannst du nicht schießen. Problem ist, von da aus treffen sie uns auch. Eben, von links haben die Vorteil. Deswegen müssen wir die Person. Nein, schreibt mal bitte einer, der unten drin Six, ist, now dass wir join die group. Person haben wollen, die hier mit uns verhandeln will. Ja. Ja, schade. Sich in Grenzen, mir ist kalt.
Was macht er da? Da steht er einfach nur rum, da soll jetzt mal rankommen. Das wird der sein, der jetzt wahrscheinlich eine Nachricht schreibt und das Geld bringen will. Und ein Offroader ist weiter links in den Wald gefahren. Ich komme zu Ihnen und werde verhandeln. Kumpel 120. Das wird der sein, weil der fährt jetzt weiter. Und der fährt langsam weiter. Der macht es eigentlich ganz geschickt. Und oben am Fenster ist wieder der schwarze Pixel jetzt. Ich glaube, die haben da oben den Sniper. Ne, suchen sich wieder die Schwachen aus. Okay. Aber du wirst von der Wurst nicht sehen. Ich kann nicht gesehen werden. Nee, nee. Also, na, Quatsch. Wenn ich mich zeige, bin ich tot. Der Offroader ist mir aus dem Sichtfeld verschwunden. Ja, mir auch. Wo das eigentlich nicht sein kann. Nee, nee, nee. Okay. Jetzt kommt er. Jetzt ist er wieder in den Bäumen aufgetaucht. Genau, genau, jetzt trifft er die Kreuzung. Der fährt aber auch schön langsam. Ja. Wie lange sind sie denn schon auf alte Fettcheck? Seit nunmehr. So, ja. Randy, sag mal, die sollen das Reden jetzt einstellen. So, die Herrschaften, jetzt wird mal hier die Gusche gehalten und die Gusche wird erst dann wieder aufgemacht, wenn wir sagen, haben wir uns da verstanden, wir sind ja nicht bei Wetten, das oder bei Talk oder was weiß ich. Das ist ein Trick, dass der immer hält. Na, seien Sie mal nicht so aggressiv. Ich weiß, was der vorhat. Klappe halten. Gusche jetzt hier unten. Sonst wäre ich hier oben aggressiv, wenn Frauen aggressiv wären, du wisst Bescheid. Der Typ, werden sie unpässlich. Der Typ in dem Offroader hält immer nur an, dass wir uns zeigen und auf ihn drauf zielen sozusagen. Und dann ist einer von uns weg. Da bekomme ich nämlich Insta-Migräne. Das ist kein gutes Zeichen. Das Problem ist, die sehen von hier aus. Sie bleiben da stehen, wo sie stehen bleiben, und sie bekommen sofort eine Kugel in den Kopf. Haben wir uns hier verstanden? Ich würde nicht ins Gebäude reinkommen. Ja. Okay. Einer von uns dreien muss aber ins Gebäude reinkommen, weil sind uns drei auf dem Dach. Ich bin hier unten bei den Geiseln. Halt. Ja, genau, du bist alleine. Ja. Das ist ja das Problem. Und wir sind auf dem Dach. Es wäre schön, wenn du reingehen könntest, weil ich hier nicht über die Kante komme, ohne aufzustehen. Ja, ich bin unterwegs. Okay. Ich bin drin. Fahrzeug kommt. Mach die Tür zu. Einfach zu. Ist das kein Offroader, sondern ein Hatchback, oder nicht? Ich kann nur durch die Luke ein bisschen gucken, also. Das ist. Ne, das ist ein Offroader. Ne, das ist ein Offroader, ein weißer, ja. Haben wir insgesamt. Wir haben sogar in sich. Aber ich verliere ihn jetzt aus dem Sichtfeld. Hey, ich hab noch ein bisschen. Also, ich höre ihn ja noch zu Ende. Ich schreib dir jetzt mal, das soll jetzt mal ja ein bisschen Latte geben, man sind ein. Boah. Ab jetzt steigen sie aus da unten. Stehen bleiben in dem Pickup. Ich kann dir sogar jetzt Unterstützung geben. Wenn ich nämlich auf der Treppe eine Position einnehme, dann kann ich sogar auf den Berg mitgucken, wo das Haus zum Beispiel ist und so. Wenn sie in das Gebäude reinkommen sollten, Waffe erstmal wegpacken, beziehungsweise sie nahmen eh keine Uniform an. Mit geduckter Haltung rückwärts reinlaufen. Einer muss den abholen unten. Ja, ich mach das eben. Oder mach du das, wenn mir ist. Ja, ich pass auf die Typen auf. Achso. Ja, gut. Geh du. Warte, warte, ich geh schon. Bin schon ihr unterwegs. Ihr bleibt alle beide stehen, wo ihr seid, sonst. Ja, ich bin doch nicht schon hier unten, Mensch. Du bist schon unten. Ja, ich bin hier. Ich bin sowieso tot, wenn du kommst. Ich öffne die Tür. Ja, geh okay, durch die andere Tür. Hier, so, zack. Ja, check, dir wirst wahrscheinlich eher einen Arsch schießen. Weil das sieht gar nicht so schlecht aus. Obwohl, warum drauf schießen, wenn es gut aussieht, ne? Ah, also der kommt doch rückwärts der gelaufen, ich sehe ihn. Ja, ne? Ich mach hier keine Hoffnung. Ah, komm, Sigi. Bin auch verheiratet. Ich gehe mal nicht ganz runter, oder? Leg dich am besten auch, wie gesagt, da wo du gerade im Turm bist hin, weil die könnte ich da halt Damage Wars spotten. Beziehungsweise anschießen. Nicht auf meinen Kopf gehen. Ich weiß, das ist schön, aber. Man wird zum Moment auf der Reihe kriegen, bitte schneller rückwärts die Treppen hochzulaufen, oder? Ist der andere schon da? Frag ihn direkt als erstes, wo der zweite Pickup ist. Wo denn der zweite Pickup? So, Kumpel, einmal die Treppen hochkommen. Und das ein bisschen schnell. Oh, warum wird man denn Kumpel? Meine Fresse. Ich weiß nicht, warum der gerade. Komm, zügig, zügig. Sie können nicht Auto fahren, sie können nicht fliegen, sie können vieles nicht. Aber wenigstens rückwärts die Treppen hochlaufen können sie da, oder? Habe ich noch einen, der mich hier, der noch mit rumguckt? Oder sind alle drin jetzt? Das sind jetzt aktuell alle drin. Okay. So, einmal ganz nach oben. Kann sogar nebenbei noch ein bisschen spotten. Gut, komm in den Raum rein, in den Raum rein. Nancy, du hast ein Nachtsicht. Halt, so. Ja. Ja, Kumpel, legen Sie Ihr Nachtsichtgerät ab sofort. Achso, du hast ja das von Randy, da hat Randy jetzt auch eins. Nochmal die Antwort, wo ist der zweite Pickup? Die wo ist der zweite Pickup überhaupt zur Hölle? Hätten wir ja auch noch gerne eine Antwort. Das kann ich Ihnen genau nicht sagen, weil ich selber gerade nicht sehen kann. Auch nicht sehe. Sie müssen den nicht sehen, fragen Sie über Funk nach. Stellen Sie sich doch nicht stumm an, wie Sie sind. Ach, Nightwischen, das ist ein Und Zähne. Einmal Steuerung V drücken, um sich zu ergeben. Oh, noch eine Geisel. Ist ja cool. Langsam wird's aber richtig kuschelig hier.
Nö, sag ich. So, sie sind noch mit zwei Pickups gekommen. Einer ist noch hinter ihnen gefahren. Der ist abgebogen. Ich Wo ist der hingefahren? Ich gehe mal weiter eine Etage höher zum Spotten. Thank you. Der ist in den... Der ist... Ja, sagen Sie jetzt nicht, der ist in den Wald gefahren. Wald gefahren. Ja, jetzt sagt er, ist in den Wald gefahren. Das glaube ich nicht. Der Fahrer oder die Beteiligten in dem Pickup sollen einmal aussteigen und in die Luft schießen. Drei Schüsse maximal und die direkt hintereinander. Ich will sie spotten können. Und das bisschen ja, Moment, zackig. Durch. Und schön über Funk, dass wir mithören können. Tino, nie die Tür im Rücken haben. Immer irgendwie Warte, auf die Tür gucken. Dalu, ich komm wieder. Ich kriech raus die Tür raus, damit ich dir helfen kann. Rauskriechen würde nichts bringen. Du kannst direkt rausrennen. Verhandlungsperson für Ob Team, du am Kriechen bist oder nicht, er wird dich sehen. Sie an ihrer Position dreimal in die Luft, damit die Geiselnehmer Okay, ich bin da. Hören können. Sag mal kurz leise, jetzt, ich will die Schüsse hören, wenn er jetzt aussteigt. Andy, wollen wir den mal direkt vor die Tür stellen? Sie haben mir gesagt, sie haben keine Waffen mit, wir wollten das hier friedlich lösen. Genau, dann soll er die Hupe, dann soll er dreimal hupen, das ist mir auch recht. Verstanden. Nicht so genervt. Oh, mal ein bisschen fröhlicher hier, immerhin wollen sie doch alle nach Hause gehen. Die Herrschaften haben hier Kinder, lebende Kinder. Den Rest kennen sie ja schon, hab ich ihn schon geschickt. Die Herrschaften haben Kinder, lebende Kinder. Sollen sie tote Kinder haben? Ja, aber das würde jetzt zu unmoralisch sein. Wenn die Hupe nicht gehen sollte, ist das für ihn ein Nachteil. Also, wir haben drei Geiseln hier. Wir erschießen einen, wenn die jetzt nicht hupen. Fertig. Hast du das gerade ingegangen? Es kann auch sein, dass wir das nicht hören. Es kann auch sein, dass wir das nicht hören. Achso. Hier sind drei Geiseln. Das heißt, wenn die jetzt nicht hupen, wenn wir bis drei gezählt haben, werden wir eine Geisel töten, egal welche. Natürlich nicht ganz so egal. Die Polizisten werden natürlich bevorzugt ich korrigiere. Am Leben lassen. Dafür gibt es am meisten Kohle. Verstanden? So, jetzt bin ich wieder. Ja, das ist schön, wenn sie da sind. Was ist denn jetzt? Wir sind eine unfähige Kontaktperson, wissen Sie das? Ja, die Herren haben noch keine klare Antwort gegeben. Ja, das ist jetzt... Das ist ja auch keine Verhandlung, ist auch kein Ja- und Nein-Spiel. 10 Sekunden, dann ist die Hupe da. Ansonsten stirbt der Jack und seine 4 Kinder, die da noch lebend sind und ach, was weiß ich. 10. Wir haben seinen Ausweis sowieso schon abgenommen, wir wissen, wo er wohnt. Sie sollen in 10 Sekunden hupen, sonst stirbt die erste Geisel. Genau. So, 10. So sieht's aus. 9. Jack, einmal mitkommen. 8. Einmal mitkommen, sofort. 7. Ab ein paar hundert Metern hören wir es nicht. Sofort mitkommen. 6. 5. Einmal zur Tür raus. Und schön langsam. Die Treppe runter. 5. Der Herr hat die Treppe runter. Der Rekrut hat in die Luft geschossen. Unten auf das Proteststellen stehen bleiben. Moment. Was hat der Rekrut getan? In die Luft geschossen, obwohl er keine Waffe mit hat? Der Rekrut hat in die Luft geschossen, obwohl er keine Waffe mit hat. Wollen Sie uns eigentlich verarschen? Ja, der Rekrut. Der Rekrut. Gehört der Rekrut nicht mit zur Polizei? Der gehört ja eigentlich nicht zum Einsatz, aber wir haben trotzdem einen mit. Ah ja, so ein bisschen zum Ausbilden oder was? Frag mal bitte, wer den Einsatz leitet. Wer ist hier der Höchste? Warte mal, wer leitet überhaupt diesen Einsatz hier? Wer ist denn hier dieser Koordinationspartner? Sie ja bestimmt nicht, oder? Ich meine, ich kann es mir vorstellen, wie das hier abläuft. Das ist meines Wissens nach Andi. An ihrer Stelle würde ich jetzt gerade kurz nicht lachen. Dieser Rekrut, der ist ja jetzt relativ neu dabei. Wahrscheinlich auch noch relativ jung. Die Antwort war, sie sollten in die Luft schießen. Ob es ein Rekrut ist oder nicht, ist mir da völlig egal gewesen. Das haben sie ja uns verschwiegen, weil sie sagten, er hat keine Waffe dabei. Besagter Rekrut stellt sich jetzt auf die Kreuzung vor den Windmühlen in unserer Sichtweite 500 Meter von diesem Tower entfernt auf die Straße. Ich gebe es durch. Und sag mal, Dalu, kannst du mal noch durchsagen, dass die erste Geisel schon auf der Plattform steht? Gut, da können sie ruhig mal hinschauen, die wird nämlich dann als erstes erschossen. Auf die Straße bei den Windmühlen in ca. 500 Meter Entfernung auf die Straße stellen. Also auf die Kreuzung, auf der Karte sehr schön zu sehen. Auf die Kreuzung. Falls ihr dann noch zu unfähig seid, eine Kreuzung ist, wenn es geradeaus, also nach Norden, nach Süden, nach Westen, nach Osten geht. Das ist eine Kreuze. Alter.
Vielleicht wissen sie ja nicht aus, wie ein Kreuz aussieht. Und wenn der Rekrut seine Waffe nicht in der Hand hat und er sie weitergegeben hat, weil ihr noch Waffengewalt benutzen wollt, dann wird das nicht übel oder beziehungsweise nicht gut für ihn enden. Es wird dann sein erster und letzter Einsatz gewesen sein und Rekrut ist sein höchster Rang gewesen. Glückwunsch. Hat es weit geschafft. Ich Essen und Trinken nicht vergessen, Leute. Per Funk die Meldung reinbekommen. Oh, danke, dass du es nochmal sagst. Beziehungsweise, dass wir die Verhandlung gerne starten wollen würden und das Geld übergeben und dafür die Geiseln dann. Das können wir gerne dann besprechen, wenn sich der Rekrut dahingestellt hat und diese Aktion wird nur ausgeführt, weil sie uns angelogen haben. Und wir wollen ja auch zeigen, dass das mit uns nicht zu machen ist. Also der Rekrut auf die Straße. Mit Waffe. Und zwar heute noch. Verstanden. Ich geb's durch. Meine Fresse, der Typ ist unfähig. Der besagte Rekrut soll sich dort auf die Position stellen. Und dann können wir verhandeln. Vorher wird diese Aktion nicht weitergeführt. Ja, und außerdem soll er sich beeilen, statt für morgen Robbie Williams Karten. Aus. Jetzt, los. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ja, Mann, jetzt versaut mir mein Date. Mann. Der Kumpel ist wirklich unfähig. Ja, Kumpel, falls du das dann irgendwann mal auf YouTube siehst, ne? Grüß Gott. Aber das ist irgendwie blöd. Ein bisschen mehr AP aus den Jahren Sicht wäre schon schön. Ja, die versuchen irgendwie das Ding zu spotten, um es zu stürmen. Ja, das ist mir schon klar. Wir hätten normalerweise mal darauf hinweisen können, dass wir wissen, wo der Sniper ist, halt so. So mal zwischendurch mit einbauen lassen. Ja, vielleicht kann das Alu nicht. Lass uns die Info noch. Lass uns die Info noch. Er hätte die noch geheim gehalten. Wenn die einen Schuss machen, sterben ja alle. Egal, wer. So, was hat der Rekrut jetzt für eine Ausrede? Der müsste jetzt unterwegs sein. Ja, dann war ich mal gespannt. Mit einer Pferdekutsche oder mit einem Karnickel oder was dauert denn da so lange? Ein kleines Gefühl, dass gerade irgendjemand der kleine Finger juckt. Der Zeigefinger und so. Also ich hab das Gefühl. Also die Waffe wird nicht lange jungfräulich bleiben, oder Dalu? Ich kenne ihren Rekruten ja nicht, aber ich würde ja immer meistens erfahren. Ja. Erzählen Sie ruhig. Der steht auf der Straße, glaube ich. Kann das sein? Siehst du ihn? Ich dachte, ich habe gerade jemanden gesehen, ja. Der Rekrut ist also auf der Kreuzung. Ja, also dieser Rekrut sollte Lisa Lohan heißen, er müsste da irgendwie gleich kommen. Irgendwie ist gut. Dann sagen Sie direkt mal Bescheid, wenn er da ist und er sollte die Beine in die Hand nehmen. Wenn er Ballast dabei hat, soll er es abwerfen, nur die Waffe nicht. Geben wir ihm noch 2 Minuten, spätestens. Aber schön, dass Sie mir seinen Namen gesagt haben. Manchmal will man auch gerne wissen, wen man da erwischt hat oder beziehungsweise gesehen hat. Wir wissen ja nicht, wie das Ganze endet. Grüßen Sie ihn schön. Mir wurde gerade mitgeteilt, dass der Rekrut verdurstet ist. Das glauben wir jetzt aber nicht. Sie können den Chat scrollen, dort steht, dass er gerade verstorben ist. Das Einzige, was ich im Chat lese, ist ein böser Bube. Sag mal, seid ihr eigentlich zu unfähig zu allen? Ich meine, Sie sind zu unfähig zum Autofahren, zum Fliegen, scheinbar zum Rückwärtsgehen und scheinbar zum Verhandeln. Was kann diese Polizei hier überhaupt? Soll ich mir gleich ins HQ einmarschieren? Ich hoffe ernsthaft, Sie sind nicht unfähig zu atmen, weil sie tödlich hätten. So, wir wollen das Ganze ja auch noch ein bisschen verhandeln. Friedlich geht das Ganze jetzt nicht mehr zu 100%. Alleine, weil Sie wegen den Waffen gelogen haben und einen Rekruten verdursten zu lassen, obwohl Sie hier mit 4 Leuten antanzen, ist A eine Frechheit, beziehungsweise und auch gelogen. Einer von Ihnen Leuten bekommt jetzt eine Kugel ins Bein. Sollte er es überleben, ist es schön für ihn. Sollte er dran sterben und verbluten, habt ihr Pech gehabt. Danach können wir verhandeln. Noch so ein Ding und ihr seid alle tot. Verstanden? Darf ich auf den Kumpel schießen? Ich hab genau seinen Fuß im Auge. Das ist der Verhandlungspartner. Schlecht, wenn der stirbt. Achso, dann machen wir den hier. Nee, okay. Warte, der hat doch Check unten. Was? Ich hab Check und Check einmal hochkommen. Check mal einmal hochkommen, die Frau will schießen. Ich? Check einmal hochkommen. Raus aus dem Side-Chat! Dann kommt uns jetzt der Buchstaben raus. Raus aus dem Side-Chat! Herr Polizist, kümmern Sie sich mal, dass die Musik, die hier irgendwie durch irgendwelche Radiowellen aufgespielt wird, aufhört. Ewig oder so soll. Wer war das? Ich. Vorher ankündigen, ist doch nicht so das schwer. Du hast doch selber angekündigt. Aber du kannst doch sagen, dass du jetzt schießt. Das ist so ein Trick. Der funktioniert ganz gut. Draußen läuft übrigens einer. Ich hab jetzt geschossen. Wo läuft einer?
Ich weiß nicht, ob einer von euch gerannt ist, ansonsten von mir aus unten rechts, Strandseite. Ich habe es nur gehört von den Schritten her. Kann aber auch unter mir im Haus gewesen sein. Das kann ich gewesen sein. Hat er es überlebt? Ja. So, ihr Kollege lebt noch. Was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt verhandeln? Ich habe hier gerade Funk. Okay, dann hören Sie erstmal Ihren Funk ab und teilen Sie es uns bitte umgehend mit. Ich habe gerade Funk. Also das könnte man eigentlich auch langsam mal unterbinden. Also bei jedem, ich habe gerade Funk, müsste eigentlich jetzt auch langsam die Kugel geben. Du musst ihnen ja die Chance zum Rollenspielen geben. Von daher geht's ja nicht anders. Da funkt mir zu viel. Er kann wieder hören. So, habt ihr also verstanden, dass man hier mit uns kein Spielchen abzieht? Zweimal haben wir es durchgehen lassen. Sie wissen, alle guten Dinge sind drei und wir haben viele Freunde, die auf Sie schießen möchten. Von daher, wie fangen wir das Ganze jetzt an und wie möchten Sie das denn regeln? Sie wollen uns jetzt das Geld übergeben, aber was ist, wenn wir hier raus wollen und Sie immer noch irgendwo einen Jeep im Wald haben und noch irgendjemanden auf dem Berg platziert haben, der auf uns zielt? Also, was ist Ihr Vorschlag, Herr Officer? Wer hat nachgeladen? Hier hat jemand Feuermodus geändert. Mein Vorschlag wäre, dass ich, wie gesagt, gerne das Geld übergebe und dafür die Geisel dann mitnehme. Wir machen das Ganze so, weil Sie könnten ja jetzt uns das Geld geben, die Geisel mitnehmen und dann überrennen Sie uns einfach. Und da ich das recht blöd finde, geben Sie uns das Geld, die anderen beiden dürfen gehen und Sie kommen mit uns und wir lassen Sie später frei. Werde ich kurz durchgeben, einen kleinen Moment. Das können wir so machen. Ja, geben Sie das mal durch.